ganz spezieller Moment, den wir hatten, war sicher vom Halbfinale gegen Schweden. Wir haben eigentlich jeden Abend die Aufstellungen bekommen und die Taktik mit dem Nücken nochmal angeschaut, wie wir spielen wollen. Da haben wir noch einen gemütlichen Abend gehabt miteinander, sind frühzeitig ins Bett, ohne grosse Hintergedanken. Und dann am Morgen zeitlich um die 4:30 klopfen zweimal an der Tür und ein kleiner Mann mit Kapuzen im Gesicht schreit alles aus dem Nest raus. Da ist ein Nücki vor der Tür gestanden mit dem Fußballböller und hat wirklich wie ein kleines Kind da. Kommen die Jungs, wir gehen raus gehen shooten und legen hier an und machen die 5 Minuten alle raus. Es war, glaube ich, jeder ein bisschen verschrocken und nicht wirklich gewusst, was los ist. Vor allem eben ein Halbfinalspiel, wo vor der Tür steht. Ja, da hat sich dann jeder aufgerappelt. Die einen müde, die anderen ein bisschen weniger. Sind nicht hin und raus und dann sind wir dort auf dem grossen Parkplatz, der noch halb vereist war. Und dann hat es geheißen, so, jetzt spielen wir miteinander Fußball spielen. Und dann haben wir dort dann auf der Eisfläche eine halbe Stunde, 20 Minuten Fußball gespielt, ohne irgendwelche Goal, ohne irgendwelche Regeln, einfach um den Spass und die Lockerheit irgendwie zu bringen. Und dann haben wir dort dann auf dem Platz ist mit Taktik gekommen, wie wir jetzt gegen Schweden werden spielen. Und, im Nachhinein ist es vielleicht nicht ganz so aufgegangen, wie man nachher gesehen hat. Aber es war mal etwas anderes gewesen. Es ist sicher, es sind alle hoch motiviert gewesen, vielleicht dann auch zu fest motiviert. Die Idee dahinter, mal etwas Neues, habe ich nicht allzu schlecht gefunden. Aber in dieser Form so erwartet, dass ein Trainer morgen um 5 Uhr auch und rausklopfen und dann Taktik bekannt gibt, wie wir jetzt werden spielen, habe ich in dieser Form so auch noch nie erlebt. Im ersten Moment war es wirklich so, es erlaubt sich einen schlechten Scherz von den Spielern. Also es ist nicht gut der Gedanke gekommen, der Trainer steht vor den Türen und will irgendetwas, sondern dann mit dem Stucki, mit dem Zico im Zimmer gsi, bist halt die Jüngste, bist der Erste, muss die Türen aufmachen und dann steht wirklich der Trainer dort und muss denen beibringen, der Nücki steht vor der Tür, wir müssen uns anlegen und müssen rausgehen. Und das war wirklich ein spezieller Moment gewesen. Ja, es war sicher ein spezieller Moment in Göteborg mit ausverkauftem Stadion. Die Stimmung war super. Es war eine grosse Anspannung da, so die erste WM, grosse Spiel gegen Schweden. Spielverlauf nachher, die ersten paar Einsätze, war man wirklich hoch motiviert, hat etwas reissen wollen, umsetzen, was er wollte mit der Taktik. Es hat nachher nicht funktioniert. Je länger das Spiel gegangen ist, halt, also so ein gutes Gefühl kam, ist es so ein bisschen, dann hat die Lehre ein bisschen gekommen, ist es, dass es gerade so schlimm geht und nichts funktioniert und nichts will, wie man es will. Jetzt im Nachhinein, das ist ein Moment fürs Leben, auch das Spiel, auch wenn wir dort zumal, glaub, 10-5, 10-4 oder meistens verloren haben, weniger gut geschossen. Das gleiche Moment, wo bleibt, wo für die erste WM bittere Pille zwar war, um das so zu verkraften, aber ich glaube, jetzt für den weiteren Weg, den wir gegangen sind, doch auch einiges auf Erfahrung mitgebracht hat.